Also ich denke mal, so wie es Anfang des Jahres ja auch kommuniziert worden ist, stand das Ziel dann, Spielpraxis sammeln zu können. Und natürlich, dass ich in meinen Rhythmus komme, aber gleichzeitig auch der Mannschaft helfen kann im Kampf um den Klassenerhalt. Und ich denke mal, beides ist erreicht worden. Das können wir sagen. Und jetzt geht es dann auch wieder zurück. Das entspricht dann aber auch durchaus Ihrem Wunsch, das ja, so beizubehalten. Definitiv. Also ich glaube, Salzburg ist nicht nur die sportliche Station, sondern da fühlen wir uns auch schon recht heimisch. Ja. Unsere ganzen Sachen sind ja auch noch vermehrt da. Und deswegen ist das jetzt für uns als Familie auch erstmal so gedacht, dass man da wieder zurückgeht. Ja. Aber die Erinnerungen bleiben und die sind dann am Ende dann doch noch positiv geworden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, wir haben, ich glaube, jeder Einzelne, ich persönlich, der Verein, alle drumherum, wir haben alle unsere Ziele erreicht. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als dass man jetzt sagen kann, hey, die Arminia spielt in der nächsten Saison wieder zweite Bundesliga. Und das ist fantastisch, ein gutes Gefühl. Haben Sie schon mal einen Spieltag in den letzten 5 Minuten auf dem Handy oder sonst wie verfolgt, weil das andere Spiel ja noch lief in Heidenheim? Das war eine sehr ungewöhnliche Situation. Nee, ich hatte mein Handy nicht da. Also deswegen war das für mich gar nicht möglich. Und wir haben es ja gesehen an der Reaktion der Fans. Von daher haben wir selber kein Handy gebraucht. Dankeschön. Bitte sehr.